Guten Morgen, liebe Klasse. Heute fahren wir mit einer Untertasse. Frei nach Nienahagen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. CR7Z, am Ende wird alles gut. Also ich hatte irgendwie Lust, von ihm wieder was zu machen, weil ja, ich finde den, das ist einer meiner Lieblingsrapper, auf jeden Fall. Ich mag auch seine Stimme, die Stimmfarbe irgendwie. Und seine Gestik, finde ich geil. Irgendwie. Okay. Ja, fangen wir gleich mal an. Das muss ich gleich nur richtig klicken. Geiles Intro, das mag ich. Spooky irgendwie, sogar so komisch, so krank wird irgendwie sowas, ne? Die Stimme, ich liebe sowas. Ist nur schade, dass das immer so kommt, nur am Anfang und dann nicht mehr irgendwie, ne? Oft. Das ist schön, wenn das so im Refrain einfach so immer mal wieder sich wiederholen würde, fände ich. Yeah. Ein tiefer Bass, der in der ganzen Straße widerhallt. Mach meine Fenster Sperrangel weit auf, denn es riecht nach Qualm. Man kann die Luft schneiden hier bei diesem deutschen Rapper. Pass auf, wo ich hintret, verstreute Blätter überall. Wenn dann wer klingelt, öffne ich nicht die Tür. Ich muss mich konzentrieren, möchte meine Ideen nicht verlieren, insofern ich überhaupt die Klingel höre. Viele besuchen mich nicht mal mehr, die denken wohl, ich bin gestört. Okay. Ja, also er spricht wohl über sich oder so eine Zeit von ihm. Also ich habe so einiges von ihm jetzt schon so ein bisschen mitgekriegt, dass er auch mal so Probleme hatte und so weiter, ne? Ist von 2016. Ja. Hier in der Innenstadt sind die meisten bekloppt und welche der schlimmsten Assis wohnen hier bei mir im Block. Okay. Alles klar, ja. Berlin halt, ne? So. Also ich war auch schon länger ja auch so in Berlin, Kumpel gehabt, bin zwei, dreimal besucht und so, also. Ja, schon krass teilweise. Auf anderen Tracks findet man dazu die Einzelheiten. Ich weiß, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen schmeißen. Ich will die Parts rausbringen, komme was wolle, teils werde ich tyrannisiert. Was schreibt er denn da? Am Ende wird alles, am Ende wird alles gut. Doch ich verliere nicht die Kontrolle. Handy und Facebook aus wegen der Ollen. Ein Königreich in diesem Augenblick für verschlossene Rollläden. Bei mir ist ein Vorhang, also spit ich bei Sonne. Brennt Freitag und Samstagabend Licht, höre ich die Fäuste donnern. Ah, ich finde es geil, so gerade eben die Gestik schon auch wieder von ihm. So, dass ich liebe das. Das hat er echt voll gut drauf. Er ist Meister auf Gesten. Sie klingeln Sturm, klopfen ständig, denn sie sind besoffen. Wenn ich selbst nicht bin, bleibt meist die Tür verschlossen. Ja, ist ein bisschen Storytelling, so finde ich. Also wahrscheinlich auch so autobiografisch, ne? Nehme ich an. Jetzt bin ich wieder drüben, jetzt muss ich erst wieder. Oh. Kein Bock auf Ochsen mit Wodka bei dem Equipment, ich hab dafür geschuftet, das sollen sie sich jetzt nicht mitnehmen. Der eine oder andere weiß, wie solche Psychopathen ticken. Bisher bin ich gut drumrum gekommen durch das Tricksen. Ja. Wegen der Ollen, das verstehe ich nicht. Sie klingen stur im Kopf und stehen, denn sie sind besoffen. Verstehe nur nicht, bei ihm so kommen die da so vorbei und seine Kumpels von früher und sind besoffen und dann klauen sie irgendwas oder so. Was die meisten wollen, sind kippen oder kiffen. Ich hingegen würde lieber in Ruhe die Spuren schnibbeln. Dann mach das. Mach das. Gott sei Dank, es ist nach Jahren nicht mehr ganz so schlimm. Doch ab und zu werde ich immer noch verfolgt von Vergangenem. So schnell lässt dich das nicht los. Also ich war ja auch drauf, so richtig auf harte Drogen und alles, ne? Und also ich musste ganz klar einen anderen Weg gehen. Das funktioniert überhaupt nicht, wenn ich wieder noch mit den gleichen Leuten zusammen wäre oder so. Auf keinen Fall. Ab und zu treffe ich nochmal Leute oder so, die sind mittlerweile substituiert oder so, red mit denen und sowas, ne? Klar. Hat auch was Schönes für mich, so, ne? Leute von früher irgendwie, aber. Mit Leuten, die jetzt zum Beispiel die drauf sind, also könnte ich überhaupt keinen Kontakt haben. Das geht gar nicht.
Sonst rutsche ich da sofort wieder rein. Hey, auch wenn ich bin jetzt wirklich clean wie ein Babyarsch seit 20 Jahren, ja. Aber die Bestie ist immer noch da. Ich habe gestern irgendeine Serie gesehen, da hat irgendwie so Art Emergency Room oder sowas in der Art, sowas, ne, auf Netflix, irgend so eine Serie und so. Ah, ich muss überlegen, aber das war ein ganz geiler Vergleich, was der gesagt hat. Fällt es nicht ein. Egal. Wenn dich die halbe City kennt als eine dauerdichte Person. Das ist natürlich scheiße. Wenn ich die halbe City erkennt als eine dauerdichte Person, das ist natürlich doof, ne? Ja. Okay. Ich bin's gewohnt, hier ist mein Ruf im Arsch. Der Vorteil ist, sie meiden mich endlich und schreien nicht Richtung Supermarkt. Unterbewusst hab ich mich gut getan. Man prophezeite mir, aus dir wird sicher mal ein kleiner Superstar. Ich zieh das durch, das war's, bald läuft hier die Uhr aus. Ich freue mich so sehr nach 10 Jahren auf meinen ersten Urlaub. So. Okay, nach 10 Jahren auf seinen ersten Urlaub, ja. Das kann ich nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wann ich meinen letzten Urlaub gemacht habe. Ich habe zwar meinen Kumpel besucht in Berlin jetzt, die letzten. Weiß ich nicht, 20 Jahre oder so. Vorher sowieso nicht. Ich war einmal in Italien für eine Woche oder so, das war's, ja. Aber ich bin auch nicht so der Urlaubtyp irgendwie. Ich kann nicht irgendwie so. Also müsste ich so wirklich so. Also mein Ziel wäre auch so ein klein bisschen digitaler Nomade. Da hätte ich eher Bock. Ja, einfach wirklich dann richtig losgehen irgendwie, ne? Und mal da bleiben, da bleiben, da bleiben, so irgendwas. Oder mit dem Wohnmobil oder sowas. Da hätte ich eher Bock drauf. So viel Vision, so viel Verzweiflung, so viele Tränen, so viele Tage, so viele Nächte, so viele Träume, so viele Texte, so viele Lieder und so viel Freude, so viel Ehrgeiz und ich werde den Weg weitergehen. So viele. Ja, tu das auf jeden Fall, hey, finde ich geil. Feinde, so viele Freunde, so viele Seelen, so viele die. Ah, ich liebe es. Irgendwelche, oh, das ist geil. Das ist richtig geil. Das macht er richtig gut. Ich habe einige Jahre auch so Kampfkunst gemacht und da waren auch so Bewegungen dabei. Es war nicht nur Schlagen, sondern auch so stilistische Bewegungen und sowas, ja. Und auch so Abfolgen von Bewegungen. Und deswegen habe ich da einfach auch einen Blick dafür und ein Faible dafür, ja, weil es einfach geil ist, so bestimmte Bewegungen zu machen. Ja. Ich sehe nach einem erfüllteren Leben. So klein die Chance, so großes Glück und so viel Mut. Es tut mir leid, wenn ich euch fehle, doch es wird alles gut. Es. Ich finde es klasse, so wie er das macht, so, weil ich habe andere schon gesehen, die haben auch so ein einfaches Video irgendwie, ne, und einfache Hintergründe so, aber er füllt es trotzdem, ja, obwohl der Hintergrund ist langweilig oder so, irgendwie so, sagen wir mal, aber durch seine Bewegung oder so macht er das einfach richtig spannend. Ja, finde ich. SMS und Messages stressen, ich bin abwesend, höre Anrufe nur als Störresonanz in. Das ist geil. In Rockets, ihr könnt euch nicht vorstellen, was alles bei mir ansteht. Bitte denkt nicht, dass ich abhebe, wenn ich nicht abhebe. Außerdem bin ich das erste Mal im Leben. Das ist klasse, das macht er richtig gut. Stolz, warum zeigt ihr jetzt kein Verständnis? Gönnt mir doch den Erfolg. Ich nehm's auf meine Kappe, wenn ihr die Liebe verliert. Es tut mir auch jedes Mal leid, wenn ich aggressiv reagiere. Für das, was ansteht bei mir, ein Elefantengehirn. Terminkalender für das Jahr voll bis zum Rand, es ist weird. Blick. Okay, muss ich mal kurz gucken, wo bin ich? Es tut mir auch jedes Mal leid, wenn ich aggressiv reagiere für das, was ansteht, bei mir ein Elefantengehirn. Warum zeigt er kein Verständnis? Gönnt mir doch den Erfolg. Es sieht so aus, als ob er sich frei macht, ja, von seiner alten Community oder sowas, ja. Ja, das muss man machen. Und also ich habe bei mir die Erfahrung gemacht, so mit Clean sein und so, das ist, also ich habe mich schon eher zurückgezogen und lebe so mehr so mein kleines, einfaches Leben irgendwie so. Nichts Besonderes, aber viel, viel besser als ich kann auf jeden Fall jetzt vom Haus gehen. Ich laufe hier rum in Tübingen, ich habe keine Probleme irgendwie, ja. Auch wenn ein Polizist mir entgegenkommt, alles gut irgendwie, ne? Ich auf 2013 zurück, es ist phänomenal, was sich in all der Zeit für mich als Rapper ergeben hat. Ich wurde gesegnet nach. Ah, oh, das ist geil, diese Szene, diese Chase, das heißt Haltung, wahrscheinlich auf Koreanisch. Das ist geil. Das gefällt mir super gut.
werde ich auf dem Thumbnail irgendwie so ein bisschen nachmachen. Nach all den Jahren des Leidens, also wag ich die Reise hoch zu den Stars im Alleingang. So viel feiern mich heute für Status und Fame. Früher hätten die mich nicht mal mit ihrem Arsch angesehen. Jetzt weiß ich, wie es zu der Zeit Joe Budden ging in seinem Walk with Me. Also ich sehe einfach auch viel bei Menschen, wie sie sich bewegen, seitdem, ja, das ist ja immer so, wenn man was macht oder so, dann achtet man da verstärkt drauf und kriegt ein Auge auch dafür, also wenn jetzt einer zum Beispiel malt, man hat viel mit Farben zu tun, dann guckt er auch auf Farben, auch bei Klamotten dann oder so irgendwas, ja, hat man ein ganz anderes Auge dafür und ich habe es halt einfach für Bewegungen und man sieht einfach, wie ist der Typ, wie ist die Frau irgendwie so ein Stück weit, ja, das sieht man auch durch die Bewegung und das ist, er ist schon so auch, er bewegt sich gut, finde ich, wirklich, also nicht so eierig oder so, sondern stabil irgendwie, ja. Sache, ich trinke mal ordentlich, um's fortzuspüren. Da freue ich mich dann über ein Glas oder drei. Danke fürs Spendieren, ich leg meine Gage zur Seite. Natürlich freue ich mich auch, dass manche jetzt aufgewacht sind. Denn im Prinzip bin ich immer noch derselbe wie mit 18. Nur damals war ich durch den Wind. Mein Laserauge hat allerdings nie aufgehört, mir ständig weiter den Kurs zu brennen. Mit Waage und Fische habe ich Underground-Dues gepaid. 20 Jahre, 24 Stunden Bootcamp und Talent. Ich renn zur Stage, fackel da alles ab. Sie rufen Zugabe und tun es dann Kunden Stadt oder K. Wie krass, so was Illes wie mich hast du noch nicht gesehen, Kollege. Ihr macht Papalapap, ich baller mein Part auf 80 Meter Ebenen. Seid mir nicht böse, wenn ich mir dann mal eine Lady nehme. Ach was, Etepeteta, als Mann will man doch vögeln. Das Problem ist nicht der Sex, den wir genießen, sondern kraulen in den Schlaf und vom Verabschieden ein Frühstück. Und so geschieht's, dass sie sich in mich verlieben, weil ich zu lieb bin und sie nicht behandle wie ein Stück Vieh, wie es... Okay. Ja, alles klar, also... Ja, ist schon so irgendwie, also er redet schon über sich und das ist schon interessant. So viele Rapper tun. Also Frauen verlieben sich auch, wenn man sie, also auch wenn da, wenn man sie nicht so gut behandelt. Das hat damit nichts zu tun. Das ist da, das kann so und so sein. Ja, das kann auch sein, eine Frau, wenn du die zu lieb bist, dann bist du halt so, ja, zu lieb irgendwie. Ja, da fehlt dann ein bisschen was. Also das ist nicht unbedingt, wenn man zu lieb ist oder er ist lieb und dann verlieben sie sich, sondern ja, vielleicht auch so, weil er auch nicht schlecht aussieht oder aus anderen Gründen. Bin partout dagegen, deshalb versuch ich's und so nimmt die Liste der Exen zu. Und mir tut es in der Seele weh, was ich mit ihnen mach. Sorry, ich leb meinen Traum und bin busy as fuck. So viel Vision, so viel... Busy as fuck? Ah, so, ich leb meinen Traum, bin busy as fuck, okay. Ja, ich denk, sowas muss man durchziehen, was er da macht auch, ne? Das musst du irgendwie durchziehen, ja. Verzweiflung, so viele Tränen, so viele Tage, so viele Nächte, so viele Träume, so viele Texte, so viele Lieder und so viel Freude, so viel Ehrgeiz und ich werde den Weg weitergehen. So viele Feinde, so viele Freunde, so viele Seelen, so viele, die sich sehnen nach einem erfüllteren Leben. So klein die Chance, so großes Glück und so viel Mut. Es tut mir leid, wenn ich euch fehle, doch es wird alles gut. So viel Vision, so viel Verzweiflung, so viele Tränen, so viele Tage, so viele Nächte, so viele Träume, so viele Texte, so viele Lieder und so viel Freude, so viel Ehrgeiz. Und ich werde den Weg weitergehen. So viele Feinde, so viele Freunde, so viele Seelen. So viele, die sich sehnen nach einem erfüllteren Leben. So klein die Chance, so großes Glück und so viel Mut. Es tut mir leid, wenn ich euch fehle, doch es wird alles gut. Wow. Also der hat echt Hammer-Energie. So. Ja. Also das berührt mich auf jeden Fall, so diese Power und so, naja, und ja, so bin ich auch ein Stück weit, aber ich sollte einfach auch, ja, also man darf die Menschen nicht vergessen, so, irgendwie. Es wird alles gut. Wow, schön, schönes Bild. Yeah. Irgendjemand hat mal gesagt, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Das hier. Okay, wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Es ist ja echt abgefahren. Das ist gut. Sehr 7Z. 7 Weltmeere. Und
2015 zu 2016. One love, one love, one love. Ja, wow. Er hat über sich erzählt. Ich will diese eine Gestik finden. Ihr wisst, was ich meine, mit dem Hut. Ja, ja. Das war da, ab da wahrscheinlich, weil er da das weiße Ding anhatte. Muss ich nachher mal gucken. Ja, toll, berührend, auf jeden Fall. Und ich liebe diese Gestik und so. Und deswegen gucke ich auch lieber von ihm was an, wo er... dieses Kranke Bits, hat er das auch noch so richtig, ich glaube, das war Kranke Bits, wo er das so gut gemacht hat. Ja. Genau. Da hat er auch so, da war er so an der Treppe oder so, hat auch so geil gestikuliert irgendwie. Ich liebe das, ja. Das macht er richtig gut. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich habe nicht zu viel persönliche Sachen da reingelabert irgendwie. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.